Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder aus dem LS22 und heute im Hintergrund zeige ich euch mal wieder einen Einblick in den aktuellen Status der, ich nenne es mal, Schwäbischen Albkarte. Wie nachher der Name genau lautet etc., weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau, aber es soll auf jeden Fall meine Heimat widerspiegeln. Vorab zur Info, ihr braucht in die Kommentare nicht schreiben, kommt die Karte für die Konsole, wann kommt die Karte und, und. Das könnt ihr euch erstmal sparen, weil zum jetzigen Zeitpunkt kann ich die Frage noch nicht beantworten. Ich zeige euch jetzt heute mal einen Stand und dann werden wir sehen. Das hier wird der Haupthof werden, ja, mit Kühen, mit dem Innenbereich. Ihr kennt die ganzen Gebäude, für diejenigen, die jetzt vielleicht das Video bzw. die Map noch gar nicht gesehen haben. Wir wollten die hinter Kaifek einfach hinter Kaifek bleiben lassen. Allerdings habe ich mit dem Barney entschieden, die Gebäude einfach rüberzunehmen auf eine neue Art Karte, damit man sowohl die tollen Gebäude wiederverwenden kann, aber mit neuem Schwung. Das wäre hier so der ein bisschen Hinterbereich, ja, wo man noch Dinge abstellen kann, Ladebereich, bla bla blub. Mittlerweile solltet ihr mich, glaube ich, gut kennen, dass bei mir der Unkrautfaktor, wie er immer so schön sagt, enorm ist. Ja, ich mag das einfach so ein bisschen schmuddelig etc. Aktuell ist es so, ich bin zum jetzigen Zeitpunkt nur dabei, die Struktur der Karte aufzubauen. Ja, technisch hat die Karte eigentlich noch nichts bis auf den Shop. Funktionieren tut schon alles, was die Gebäude öffnen etc. angeht. Aber ihr seht, es sind noch keine Tiere etc. noch nichts da. Das kommt dann ganz zum Schluss, weil ich dann nur die Trigger laden lasse. Ja, hier geht es dann runter zum unteren Bereich der Werkstatt. Und dann sind wir eigentlich mit dem ersten Haupthof schon mal fertig. Ihr werdet euch, wie schon gerade richtig rausgehört, zwischen mehreren Höfen entscheiden können. Das hier drüben zum Beispiel wäre jetzt nur so eine Art Dekohof, ja, dass die Karte auch ein bisschen belebt wird. So, dann fliegen wir mal hoch. Wie gesagt, Work in Progress. Ja, es ist noch viel zu tun, das werdet ihr sehen. Es ist aber auch schon vieles erledigt. So, dann würde ich jetzt mal sagen, fliegen wir mal so ein bisschen drüber. Ich muss mich gerade selber immer mal wieder den Status in die Erinnerung bringen. Genau, hier hinten habe ich euch auch schon gezeigt gehabt. Hier ist das Sägewerk. Das solltet ihr eigentlich auch schon aus dem einen oder anderen Video kennen. Der hintere Bereich von der Karte, das seht ihr hier, habe ich mal vorbereitet. Hier möchte ich, dass ihr bauen könnt. Das wird dann irgendwann so hergerichtet. Ich möchte den Bereich komplett so gestalten, dass hier kleine Fahrzeuge ihr zu Hause finden. Ja, hier werden mehrere kleine Felder noch hinzukommen. Ich denke, das bietet sich sehr gut an. Somit findet auf der relativ großen Karte, ja, auch mit der Feldergröße, auch welche, die gerne kleine Fahrzeuge spielen, ihr zu Hause. So. Fliegen wir mal hier weiter rüber. Es gibt viele Teiche, Flüsse. Ja, gibt es auf jeden Fall viel zu entdecken. Hier in dem Bereich möchte ich eine Art Steinbruch noch irgendwie gestalten. Und dann fliegen wir schon mal hier runter zum Viehhändler. Das wird im Endeffekt hier der Viehhändler sein. Da werdet ihr dann solche Sachen wie Gülle auch kaufen können oder verkaufen. Ja. Eins von beiden. Ich muss es noch alles entscheiden. Wie gesagt, ich mache erstmal die Struktur. Hier habe ich mir dann vorgestellt, dass Deko-Kühe laufen. Im Stall drin dann Schweine. Somit sollte es klar sein, dass das der Viehhändler ist. So, dann geht es hier außen weiter. Das hier wird eine Art, ja, die Verkaufsstelle werden. Wenn man dann wieder Stroh, Weizen, whatever, halt verkaufen kann. Ist aktuell noch ein bisschen kahl.
Das ist erstmal so für mich die Grundausrichtung hergestellt. So, und dann fliegen wir wieder so rüber. Dann vergesse ich vielleicht nichts, wenn wir hier links, rechts ein bisschen drüber fliegen. Dann haben wir hier unten eine Tankstelle. Die haben wir im Stream hergerichtet, gemeinsam. Zumindest auch wieder die Grundstruktur ist hergestellt. Eine alte Raiffeisen-Tankstelle wird es werden. Fehlen halt auch noch so ein paar Kleinigkeiten wie hier hinten, ja, dass es nicht ganz so kahl wird. Das wäre zum Beispiel mal eine etwas größere Tankstelle. Dann, ihr seht es auf jeden Fall von der Flächengröße, habt ihr wirklich Riesenunterschiede. Von klein bis ganz groß. Deswegen wird es auf jeden Fall interessant werden für jegliche Art der Spieler. So, dann sieht man es eigentlich hier schon. Eine kleine Spinnerei vor mir. Ein Golfplatz. Wir haben hier das Clubhaus. Wir haben hier hinten die Greenkeeper Area. Ja, da werden dann diese Mini-Rasenmäher vorab gespawnt werden. Der Hintergrund ist dann so, dass ihr die Driving Range, ja, aber auch hier den Golfplatz sozusagen kostenlos mähen könnt und das Gras für euch verwenden. Aber das wird dann so eingezäunt, dass ihr dann halt wirklich nur mit den kleinen Fahrzeugen hier drauf kommt. Und somit müsst ihr hier euch halt ein bisschen, ja, um das Gelände kümmern. Mal eine Art, eine andere Art, ja, um sich Gras zu organisieren. Klingt irgendwie falsch. Ja, das ist so ein kleiner, ich glaube, 5- oder 6-Lochplatz. Soll so ein bisschen an Bad Waldsee erinnern. Ja, da bin ich immer beim Golfen. So, und dann geht es nämlich schon langsam rein in das kleine Örtchen. Zu Beginn mit einem Wirtshaus. Dann haben wir hier im Hinterbereich eine kleine Kapelle mit Friedhof. Ist auch nachts dann schön beleuchtet. Dann haben wir hier jede Menge Häuser. Schön gestaltet. Zumindest finde ich. Ja. Alles, was da ist und da sein muss. Dann auch natürlich hier mit einem schönen Spielplatz für Jung und Alt. Geht es nach hinten durch zum Bolzplatz. Auch hier kann man sich wieder kostenlos gemähtes Gras organisieren. Dann haben wir hier den Händler. Auch hier mit einer Tankstelle, falls mal hier auffällt. Ups, Tank ist leer. Fahrzeuge muss na klar alles noch an den richtigen Platz gespawnt werden. Dann haben wir hier eine Molkerei. Eine etwas größere. Dann geht es hier hinten durch. Sind wir eigentlich fast schon am Ortsausgang mit einer kleinen Pizzeria. Mit einer Bäckerei. So, lass mich mal kurz gucken, dass ich nichts übersehen habe. Im Hinterbereich haben wir da sonst erstmal nichts. Gut, dann geht es hier runter zum Beispiel. Das war mir dann so ein bisschen wichtig. So ein bisschen schmuddelig, verwachsene Straße. Ja, ist halt nicht mehr ganz so frisch. Geht es hier runter auf einen weiteren Hof. Hier könnt ihr zum Beispiel dann Schweine machen. Richtige Sauerei könnt ihr hier machen. Und ihr wisst ja mittlerweile, ich bin nicht blöd, ich bin nur faul. Ich generiere mir die Höfe meistens so, dass ich mit einem Drehschemel reinkomme und raus, ohne umdrehen zu müssen. Somit könnt ihr zum Beispiel auch hier dann durch und hier wieder dann auf die Straße. Somit braucht ihr hier nicht umdrehen. Dann geht es den Blick hier durch. Das hier soll so eine Art Baggersee symbolisieren. Ja, und am Baggersee bietet sich dann halt an irgendwie. Und man muss sich ja das alles immer zurechtreimen. Die
Firma Schwink, dass sie da ihren Sitz hat. Ja, hier wird dann irgendwie Kalk verkauft worden. Das seht ihr jetzt hier aktuell noch nicht. Stellt euch vor, hier ist normal eine Waage. Und dann kommt ihr in den Bereich, wo dann hier Kalk oder ähnliches gekauft werden kann. Firma Schwink. Ja, ich bin der Ulmer. Ja, somit passt es für mich eigentlich ganz gut. Das hier soll so ein bisschen was Altes von früher symbolisieren. Ja, wird dann nur ein bisschen zuwachsen und, und. Ja, hier wird halt abgeladen. Das Klump, was man so nicht braucht. So, dann habe ich jetzt gestern mal vorab neu platziert. Ja, man kommt hier so ein bisschen durch. Hier ein bisschen schmuddeliger, ausgetrockneter Fluss. Dann haben wir das hier neu generiert. Das wird die Mühle werden. Auch hier müsst ihr euch vorstellen, ist in dem Bereich die Waage. Und hier drüben eine Waage. Dass man das auch ordentlich auch wiegen kann. Ja, ein altes Gebäude, wo man nicht mehr so braucht. Ne? So, dann steigen wir wieder hoch. Gucken, dass wir nichts vergessen haben. Dann gehen wir in den nächsten Bereich. Das seht ihr schon hier oben. Die BGA. Eine kleine, aber feine BGA. Auch hier wird jemand sein Zuhause finden werden. Großzügig. Platz ist genügend da. Hier hinten wird er da auch sehen. Sind die Fahrsilos. Sollte dann auch genügend Platz sein, um hier ordentlich Mais bzw. Silage zu machen. So, habe ich jetzt soweit alles? Ich glaube, ich habe soweit alles gezeigt. Ich fliege nochmal so ein bisschen drüber, dass ihr auch eine Einschätzung von den Feldgrößen bekommt. Ihr könnt euch na klar auch sparen in den Kommentaren erstmal, was kommt noch dazu und. Wir sind noch lange nicht fertig, ihr seht's. Die ganzen Verkaufsstationen, Produktionen etc., das muss alles noch erstellt werden. Dass es auch Sinn macht, dass auch alles verkauft werden kann. Und dann werden wir sehen, was noch alles irgendwo hinzukommt. Ja, somit habt ihr jetzt mal einen klitzekleinen Einblick bekommen in die Karte, wie auch der aktuelle Status ist. Ich bin regelmäßig an der Karte dran. Ich will mir Zeit lassen. Deswegen, wie immer, es gibt keinen Release-Tag. Das kann man nicht sagen. Aber ihr seht selber, es ist schon viel gemacht. Wir sind schon weit. Aber das dauert schon noch. Da könnt ihr euch noch in aller Ruhe zu einer anderen Karte begnügen. Oder auch zwei. Gut, somit habt ihr mal wieder was gesehen. Ihr habt mich gefragt, ob ich zeigen kann, wie der aktuelle Stand denn ist. So sieht es aktuell aus. Und in dem Sinn würde ich mich über ein Like auf das Video freuen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In dem Sinn, macht es gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.